So. Ja, dein Skyline kannst du hier wegpacken. Da ist gerade einer Fähigkeitsbereich und hier rennt, versucht einer mit dem Skyline über Dirt zu fahren. Ach so. So, Hemlo, Hemlo, wir haben auf jeden Fall schon mal das erste Bild. Kleinen Augenblick. Nee, Facecam suche ich gar nicht. Die Quelle suche ich. Liebtes Spiel. Da haben wir auch ein Spiel. Super. So muss das aussehen. So, jetzt kannst du nochmal versuchen. Spieltipp. Ich habe dir die Punkte, die du ausgegeben hast, wieder zurückerstattet, natürlich. Hoffentlich hat es geklappt. Jetzt kannst du gerne nochmal ausprobieren. Das sollte dann auch funktionieren, weil jetzt auch mein Tool im Hintergrund läuft, wer die komischen Sachen macht, theoretisch. Könntest du ja einfach selber probieren, ne? Guck mal hier. Was hatten wir? Q. Ja, mach mal. Ah, guck, funktioniert. Easy. So, was will das Spiel jetzt von mir? Ich soll auswählen. Wir machen mal. Boah. Lass mal Bayer machen einfach, dass wir mal überall ein bisschen was Reisenbacher, freischalten. was? Ideale Lage für den Querfeldein-Außenposten. Oh, schön. Jetzt ist das. What the hell? What the heck? So viel zum, ich gehe schlafen, hä? Oh, warte mal, da muss ich die Kamera wieder verschieben, weil wir haben ja hier unten den Tacho. Tacho, ich begrüße Sie. So, dann schiebe ich mich mal dunnuff. Das Becher. Fire Expedition. Ding, 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 ding. Alex, Ramiro und jeder Guten einzelne Tag. Fan schreibt mir und fragt, wann Gummikami, vielen Dank nochmal für deinen Follow, wird. falls ich das noch nicht Tolle gesagt habe oder du es Neuigkeiten. nicht Ich gehört sag haben allen solltest. demnächst, ja? Dankedön. Ich freue mich. Wie gesagt, gerne mal privat anschreiben, dann können wir uns über Steam oder so connecten und gerne auch mal Hey, hier Ramiro, ich finde, wir sollten Wüstenrallye Horizon zeigen, warum in zusammenspielen. der Baja das größte Offroad-Rennen der Welt stattfindet. Und falls noch Zeit bleibt, können wir ja einen Außenposten einrichten. So, ich soll jetzt irgendein Wüstenrennen bei ja irgendwas machen. Fahren wir mal hin. 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Kannst nicht einschlafen. Das ist natürlich nicht so In cool. 200 Metern rechts abbiegen. Warum? Zu viel Schmerzen, oder? Rechts abbiegen. Ja. Das ist natürlich uncool. Schmerztablette. Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwie, Nur bei die, würde ich sagen. Wenn du es mit dem Bein hast, wahrscheinlich, wie heißen sie? Dingens hier. Na? Gibt ja noch ein paar. Es gibt ja. Ja, du kannst ja Antibiotika, wollte ich sagen, Paracetamol wird, glaube Genau, ich, Paracetamol, danke. Ja, meinst du? Paracetamol gibst du bei Fieber. Amputation, Beats, ich bitte dich. Also es gibt nur den guten Stoff, also entweder Paracetamol, Ibuprofen, Novalgid. Und dann Tilidin. Tilidin haut mir dann richtig weg. Ja, ich darf ja vieles nicht nehmen, wegen Blutverdünnen und so. Ja, ich auch. Deswegen habe ich meistens E-Boost oder Paracetamol. Ich darf zum Beispiel kein, hier Klassiker, was alle nehmen, Kopfschmerzen-Dingens. Aspirin? Aspirin darf ich zum Beispiel gar nicht nehmen. Dann darfst du nicht nehmen, weil da ja auch schon Blutverdünner drin ist. Ja, genau. Ja, deswegen darf ich das auch nicht nehmen. Ich nehme ja auch Blutverdünner. Ich verstehe deinen Humor, das ist gar kein Problem. Man muss immer nur, weil man weiß ja nicht, wie die anderen Leute das auffassen, wie die damit umgehen. Deswegen muss man da immer ein bisschen Feingefühl haben, sage ich mal. Ich vermute, dass Spieltipp das auch versteht, den Humor. Hoffe ich zumindest. Wir wollen ja niemandem irgendwie zu nahe treten. Aber ich würde wahrscheinlich gucken, irgendwie Schmerztablette, vielleicht noch einen Tee, der einen ein bisschen beruhigt, wenn man was da hat. Und dann hoffen, dass es mit dem Schlafen irgendwie klappt. Vielleicht noch irgendwie so ein Stützverband drum, wenn man irgendwie sowas da hat, so Sportverbände oder so Zeugs. Kann auch helfen.
Nur nicht zu eng, dass man nicht sich Blut zu arg abschnürt. Den Fehler habe ich mal gemacht. Na erzähl, wie hast du das gemerkt? Als ich aufgewacht bin und meinen Fuß nicht mehr gespürt habe. Oh, okay, das ist auch gut, ja. Ja. In 400 Metern. Dann hätte ihr Knöchel wehgetan. Da habe ich mir abends gedacht, so beim vor ins Bett gehen, dachte ich so, ja, machst du halt so ein Ding da, Verbandteil drum, ne? Ja, kann ja nicht schaden eigentlich, ne? Dann muss ich in die Küche gehen, muss ich ja aufstehen. Ja, okay, kann ich verstehen. Aufstehen ist auch immer so ein Ding, vor allem wenn man es gerade mit dem Fuß hat. Ach, wie schön. Ihr trefft euch alle hier beim Scheunenfund. Alle? Ja, es stehen so viele Leute hier. Ich hab noch keinen einzigen Scheunenfund gemacht, ne? Ja, nicht? Nee. Was fahren wir hier? Ford RS 200. Hallo, was machst du mir für eine komische Kamera? Hast du schon mal einen aktiven Vulkan aus der Nähe gesehen? Vulkan aus der Nähe. Ah ja. Darfst du nicht verpassen. Riecht der dann auch aus? Oha, der Alder schiebt der aus der Kurve raus, der Kasten. Oh, was war das? Ach, das ist doch nichts, ein kleines Beben. Die Aufhängung vom RS 200 steckt das locker weg. Okay, ich könnte wetten, der Vulkan bricht gleich irgendwann aus, wenn wir da hinkommen. Champ, oh, Felsen. Ups. Ja, wird wohl vermutlich drauf rauslaufen, ne? Also ich hab ja... Wenn du jetzt schon Schwierigkeiten hast mit dem Laufen und so, und dann wird es wahrscheinlich besser sein, wenn du dir einen Tag oder zwei Auszeit nimmst und quasi deinen Fuß wieder ein bisschen schonst. Die Festivalzentrale meldet Aktivität rund um den Vulkan. Das ist nicht zufällig gerade dort, wohin du mit meinem Superstar unterwegs bist, oder? Doch. Está bien, Haley. Das ist wirklich nur eine kleine Eruption. Kein Grund zur Sorge. Eine kleine Eruption, Alter. Mein ganzer Arsch wackelt. Aber denk dran, dass wir den Außenposten brauchen, ja? Das ist doch unglaublich, oder? Ich hab immer das Knie an. Vulkan hat sich noch nie so verhalten. Aber jetzt wacht er auf für Horizon. Das war jetzt auch nicht schön gewesen, Alter. Jetzt wacht er auf für Horizon, ja, Alter. Klasse. Nase blutet schon wieder. Sollten wir unsere Tests durchführen? Zu viel Stress, oder? Die Wache wartet uns. Ich glaube, der Vulkan wird langsam sauer. 99 € ausgeben oder 4 Tage Stream gucken. Warum 4 Tage Stream gucken? Damit du mitkriegst, wenn die Leute das Spiel durchzocken, oder wie? Ach so, 4 Tage Stream gucken, da, ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Alternative, Microsoft Game Pass und nur das Erweiterungspaket kaufen für 39 €. Hat hier Chefkoch gemacht, der immer im Hintergrund zu hören ist. Bitte? Game Pass habe ich bereits. Ja, dann gib keine 99 € aus. Wenn du es im Microsoft Store kaufst, gibt es dieses Paket für, ich glaube, aktuell 44 noch was. Ultimate Expansion Pack oder so. Und auf Instant Gaming, wenn du kurz wartest, kann ich dir einen Link schicken. Ich hoffe, dass es mittlerweile verfügbar ist. Gibt es für, ich glaube, 34 € aktuell. Warte mal kurz, wir können mal schnell gucken. Hier, Forza Horizon 5. Weil dann musst du ja nicht 99 € ausgeben, sondern 39,98. Ja, ist verfügbar. Ich bin kacken dreist, ich schick dir einen Affiliate-Link, wenn das okay ist für dich. Hallo? 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 Ist Forza schon raus? Also die Ultimate Edition, die teure, ist quasi ab heute und die anderen ab 9. Wenn man den Game Pass hat, kann man, glaube ich, auch ab heute spielen. Beim Game Pass ist es so, da ist die Standard Edition drin, aber sobald du das Premium Add-on Bundle dazu kaufst für 44,99 € im Store oder für, ne, das, was 39,98 bei Instant Gaming. Genau, dann kannst du es auch direkt heute spielen. Genau. Also alle Premium-User dürfen ab dem 5. spielen und der Rest ab dem 9.11. Und wenn man den Microsoft Game Pass hat, ist die Standard-Edition ja mit drin.
Und dann macht es natürlich Sinn, sich einfach nur den Premium-Pass zu holen, weil dann hat man mehr Autos und ein bisschen Schnickschnack und bla bla und halt frühen Zugang. Ja. Und ich denke, für Beats, wenn er eh einen Game Pass hat, ist es die beste Option, einfach zu sagen, ich lege die 40, 50, maximal 50 Euro im Microsoft Store drauf und dann kann er heute schon zocken und muss keinen 99 Euro fürs Spiel ausgeben. So, wie komme ich jetzt wieder? Ich möchte weiterfahren. Ach, da, ich muss. Bis zum Ende! Ja, Mann, ich gebe Gas! Sehe aber nichts mehr. Was für eine Klimaanlage? Das Auto hat keine Klimaanlage, Junge. Vulkan! Du hast es geschafft, Vienecho! Ich habe mit Haley gesprochen. Sie sagt, wir haben etwas Zeit. Sie will sogar, dass wir hier oben was erledigen. Für die Wissenschaft. Ja, Wissenschaft! Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Wenn ich jetzt hier ins Wasser fahre, den Stern, passiert da irgendwas? Yep, das Wasser in der Kabine dürfte für eine Probe reichen. Oh, entschuldige, Pilot? Was dagegen, wenn wir einen Umweg machen? Ich schwöre, ich habe da draußen eine Art Scheune oder so. Vulkanologen, Thermal. Ah, ja, natürlich will ich den anziehen. Gib her, Alter. Mit meinem Hut sieht es richtig gut aus. Ich werde es testen mit Lenkrad morgen. Auf zur Wissenschaft. Wenn man die Schweiz auswählt und da weltweit steht. Also du kannst ja theoretisch auch Deutschland auswählen. Also musst du theoretisch steuertechnisch und so. Aber nur zu deiner Info-Spieltipp, ne? Also das, was ich gerade gepostet habe für 39 Euro, ist nur die Erweiterung, damit man das normale Spiel auf die Ultimate Edition aufwerten kann, ne? Also du brauchst dann entweder einen Game Pass oder das Spiel selber. Weil es ja nur ist, um das... Oh, hab ich getan. Hui! Das ist ja nur dafür da, um das normale Spiel quasi auf die... Ah, okay, ich wollte nur nochmal dazu sagen... Nicht, dass ich irgendwie Verwirrung stifte. Ich möchte nicht schuld sein, dass jemand versehentlich Geld ausgibt und dann erst feststellt, dass es Kacke war. Oh, warte mal, da war ein X. Da muss ich irgendwas machen. Press X to do something. Sagt er. Dann Gas geben immer. Registriere Erdbeben. Ja, habe ich. Wackelt. Mein Stream ist einfach abgeschmiert. Bei mir sieht noch alles gut aus. Hast du Download laufen gerade? Das würde dann erklären, warum der Stream abbricht. Zerstöre 5 Dampfventile, um Erdwärme freizusetzen. Ja, dann wird das wahrscheinlich der Grund dafür sein, dass deine Leitung einfach ausgelastet ist. Ja, ich möchte aber noch Dampfventile zerstören. Wo finde ich die? Stehen die einfach irgendwo rum? Ist das da Dampfventil? Ne, das ist im Plong. Ding Dong. Bist du ein Dampfventil? Ah ja, okay. Schlecht übersetzt. Man soll diese Hügel zerstören, die da Luft rauspusten. Bon. Das kommt in deinem Account. Also ja, du kriegst eine E-Mail. Und du kannst aber auch in deinem Account bei hier... Warte, damit ich nichts Falsches erzähle, wenn du auf der Webseite bist und eingeloggt bist, dann klickst du oben auf die drei Punkte, die drei Striche, dieses Burger-Menü, sagen die Fachleute, und klickst auf meine Einkäufe und dann kriegst du alle deine Keys angezeigt. Ich sag dazu nichts, Beats, das ist, darf dazu keine Aussage tätigen. Aber ich verstehe, was du meinst. Genau, und dann kriegst du da alle Einkäufe angezeigt und kannst dir da auch den Key anzeigen lassen. Aber ja, du kriegst ihn auch per Mail. So, was habe ich verpasst hier?
letzten Monat zeigt er mir die Meldung an. Lass mich in Ruhe. Ich dachte gerade, Twitch will mir irgendwas Wichtiges mitteilen. Pff. Weg. Weg. Junge! So, drei Ventile. Drei Ventile, die keine Ventile sind, muss ich noch. Nein, ich will nicht dahin. Wenn ich dahin fahre, ist Ende. Verschwinde. Geh weg von mir, Junge. Lass mich in Ruhe. Nein, nicht du. Au, au, au. Ich glaube, hier sollte man nicht rumfahren. Den möchte ich noch. Zack, ein Ventil. Ja, da war doch noch irgendwie so ein Dampf-Ding. Da. Ja, alle. Das ist vermutlich anders, aber... Hey, Forschung heißt Probleme lösen. Haare zum Fortsetzen, Buggy. Hm? Hm? Alles klar. Freue mich, wenn ich helfen kann. Ein Auge. Glück gehabt. Hä? Was war das jetzt? Ah, nice. Das aktuelle, also das aktuelle SimCity, das ist ja auch schon jetzt wieder, weiß nicht, 10 Jahre alt mittlerweile. Gutes Spiel, habe ich lange gezockt tatsächlich. Ich habe dir einen aktiven Vulkan aus der Nähe versprochen, aber jetzt ist die Show vorbei. Yep, genug mit dem Feuer gespielt für heute. Extreme Activity. Was habe ich da für einen geilen Buggy bekommen? Nice. Uhu. Brokkoli, was geht ab? Alles fitti. Geiler Scheiß. Junge. Ja, genau. Ich auch so. Kann ich voll verstehen. Alles Roger in Kambodscha. Ja, klammern. Du hast dich dem Vulkan gestellt. Ich hab ein super geiles Spiel, ich hab super viel Spaß. Alles, Roger. Ich fahr mal querfeld rein, geht viel schneller. Oh mein Gott. Drei Knoten macht alles langsamer. Oh, ah, es gibt Wände, durch die kann man nicht durchfahren, alles klar, ist spannend. Das ist die massive Wende. Ja. Das Publikum tobt! Legendäres Bacherrennen. Assetto Corsa auch noch gegönnt. Oh, Assetto Corsa ist ein sehr gutes Spiel. Fand nur die DLC-Politik ein bisschen schwierig gegen Ende. Ups. Also ja, ich kann es bei Autorennen immer verstehen, weil die Lizenzen halt auch echt nicht günstig sind. Aber ja. Macht es, Rumikami. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für dein Follow, danke fürs Dabeisein, viel Spaß mit deiner VR-Brille am Montag, wenn die kommt. Und genau, wie gesagt, kannst du mir mal schreiben gerne, wenn du willst, dann können wir mal eine Runde Dakar zusammen zocken oder so, oder auch irgendwas in VR oder so, wie du Bock hast. Du weißt, wie man einen Auftritt hinlegt. Einfach anpingen und dann easy. Alles klar, dann schönen Abend noch, schlaf gut. Viel Spaß beim Aufräumen. Dinge und so.
Windows 10 Edition. Ich fand die Java Edition von Minecraft tatsächlich immer besser. Hatte ich irgendwie mehr Spaß mit. El Estadion Horizon. Dieses epische Stadion ist Gastgeber für alle möglichen Horizon-Veranstaltungen und der perfekte Spielplatz für Event Lab Creations. Aber dann brauchst du doch keine Minecraft Windows 10 Edition, oder? I think. Wenn du Java schon hast, dann brauchst du eigentlich Minecraft. Also beziehungsweise es wird ja mittlerweile alles migriert Richtung Microsoft. Ja. Weil ist halt so. So, Fuhrpack. Wir haben ein neues Auto bekommen. Schon wieder. Horizon. Wir haben Real Spins. 2 Stück. Lass mich Autos gewinnen, Junge. Okay, 50.000 Credits ist auch okay. Boah, ich will den Mercedes AMG One, Alter. Ja, aber ob der als Dings mit drin ist? Also der war gerade im Wheelspin drin. Ein Feld weiter oben hätte ich ihn gehabt. Ah, ja, dann hättest du aber auch echt Glück gehabt, ne? Ja, ich hab dafür 50.000 Credits gekriegt. Und einen 2003er Ford Focus RS. Hey, man kann sich nicht beschweren. Nee, das schon wirklich nicht. Also ich habe jetzt auch auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kohle mitgezogen. Ja. Nachrichtenzentral. Oh, ich habe ein Geschenk. Auto verschenken. Forza Community Team. Dir wurde ein 2020er Corvette Stingray Chevrolet Dings geschenkt. Aha. Das ist doch toll. Von wem? Warum? Weshalb? Wieso? Von irgendjemandem wahrscheinlich. Ja. Weg ist. Oha, Focus! Jawohl, Focus, geiles Auto, ich weiß. Oh, dann war das meiner. Was, deiner? Ja, ich hab dir einen Focus geschenkt. Nein, der Focus, den habe ich gerade gedingst. Achso, den hast du gerade gezogen, okay, weil ich habe einen verschenkt. Ah. Nee, den Focus habe ich so gekriegt und irgendeine Corvette habe ich geschenkt gekriegt. Automeisterung. Ja, ich will da aber keine Punkte reinstecken. Vielleicht doch. Ah, in den Centenario musst du Punkte reinstecken. Für ein Centenario? In der Cover-Auto von Forza Horizon 3. Ich will aber intenser Emotionen nehmen. Ja, aber dann hast du, du bekommst in der ersten Kategorie, glaube ich, irgendwie, ich guck mal eben gerade, ich habe den ja gerade unterm Hintern. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Als erstes bekommst du 50.000 Credits und wenn du auf der obersten Ebene bist, bekommst du 20.000 EP mal eben geschenkt. Oh, okay. Welcher ist denn der Schente Ingsbums? In Centenario kennst du nicht. Hast du Forza Horizon 3 gespielt, oder nicht? Ja, ja. Aber welcher ist denn das? Das ist die kleine flache Flunder. Von Lamborghini. Lamborghini. Ja, den habe ich. Ach so, der Centenario. Sag doch, der Lamborghini LP 770-4. Nee, ich sage Centenario. Centenario. Ja, möchte ich fahren, Junge. Lass mich. Ja, da habe ich, glaube ich, schon einmal Punkte reingesteckt. Das ist eine Ferrari. Muss jetzt wirklich schlafen. Ja, mach das, Spieltipp. Erhol dich gut. Ja, gute Besserung. Hoffe, du bist morgen wieder fitter als heute. Wir drücken dir virtuell die Daumen. Daumen, ja. Ups. Ja, 20.000 EP gibt's. Und 15 Forsaton-Punkte. Und ein Sofort-Wheelspin. Okay, mach mal Windschatten hier, Junge. Ah, das nächste kostet schon wieder 5. Lass mich in Ruhe, ey. Oh Gott, ey. So, wir könnten ja nochmal online versuchen hier. Mach mal Klonne. Meinst du, jetzt wäre es besser? Ach, keine Ahnung. Ich mach mal Klonne. Klonne für... Na, alles ist erlaubt. Nein, geh weg, ey. Lass mich in Ruhe. Wer ist das jetzt da? Kolonne verwalten. Kolonne verlassen. Kolonne. Kolonne erstellen. Nur mit Freunden. Chefkoch. Bestätigen. Zumachen. Ölüb. Annehmen. Ich einfach immer auf der Karte lande. Was ist da schon wieder los? Es wird irgendwas kaputt gegangen. So, ich liebe Straßenrennen. Dann fahren wir da halt mal hin.
Oh, das habe ich vorhin schon mal gehabt, dass ich einfach nicht mehr aus dem Ding rauskam, ne? Ja, ich hatte auch vorhin, Komm, geh auf die Karte, dann mache ich die Karte zu, dann will ich aus dem Menü rausgehen und dann sagt er, ja, cool, mach ich die Karte wieder auf. Ja, das hatte ich auch. Dann musste ich einmal mit Alt-Tab rauswechseln, dann wieder reinwechseln, dann ging's. Weil okay. Irgendwie... Bei nächster Gelegenheit, ja, ich versuche mal einfach ein Rennen zu starten. Auch wenn da noch der Brummkreisel dran ist. Hey, 156 Straßen erkundet. Rechts abbiegen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie viele ich habe. Du hast dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Veranstaltung beitreten. Koop. Starten. Ich nehme natürlich Centenario. Hä? Hambo hat eine Veranstaltung gestartet. Warte auf Veranstaltungsbeginn. Warte auf andere Spieler. Sitzung beigetreten. So, Sitzung beitreten. Irgendwas muss ja mal funktionieren hier. Ja, wenn schon, auch wenn wir immer einen Brummkreisel haben, ne? Ja. Ja, Darkest Dungeon hat's dir ja angetan, Broko, ne? Er wieder mit seinem Astronautenanzug, Alter. Ich hab mir das auch kurz überlegt, dann dachte ich mir, das glänzt mir zu doll. Ja, es... Ich ja, weiß nicht, was du meinst. Ja, tu nicht so. Ach, 20 Alter. Stunden, oh weh. Ja, und jetzt? Muss ich mir das da angucken oder muss ich irgendwas drücken? Nein, du musst warten, dass es startet. Beziehungsweise du drückst gleich auf Start und dann... Mal die Maus aus dem Bild. Oh, Bala, was los, ey? Alle gerammt hier. Alter, ist der aggressiv mit seinem weißen Auto da. Oh, ist der bei dir die Vorzahllippe hinten drauf gehauen, oder was? Hä? Hast du den Flügel hinten drauf gehauen? Ja, warum? Ja, super. Ah, ja. Ja, sieht nicht so schick aus, fertig, aber halt besser, ne? Verlierst halt ein bisschen Beschleunigung, aber dafür fährt er sich halt bessere Kurvenlage und so. Irgendwie habe ich es mit der Kurve da nicht so. Ja, so 90 Grad Kurven sind nicht mein Ding. Genau, bei 90 Grad Kurven fahre ich immer geradeaus. Oktabert. Hast du dir das schöne Wetter ausgesucht? Nee. Gut. Oh, Alter, jetzt habe ich schon früher gebremst und hat trotzdem nichts gebracht. Wer ist denn noch vor mir? Sidebrick und Bracy. Komm schon, gib Gas, Junge. Ich lehne mich schon mitten in die Kurve, so tief bin ich schon im Game drin, ey. Ja, das ist immer so, ne? Jawohl, Förster. Gut gemacht. Also du bist gerade in der Abschlusssequenz durch mich durchgeglitscht und ganz hinten gefühlt.
Team Rot Niederlande, Team Blau Sieg. Ja. Race Bro, der allerechte, richtig. Der einzig wahre. Guck mal, meine geile Animation im Hintergrund. Wusch, jetzt ist dein Auto gerade weggespawnt. Weggespawnt? Ja, ist aber mal weg. Da war die Steuerfahndung da. Das Battle Royale, Alter, wollt ihr mich verarschen? Und am Ende nur ein Gewinner übrig bleibt. Du kannst dich noch anmelden. Ah ja. Mein Freund hat heute Nacht um 5 schon Forza gezockt. Ja, Martinchen, kann ich verstehen. Ich musste leider heute Morgen zur Arbeit, sonst hätte ich es auch gemacht. Ich musste auch zur Arbeit, ich habe es trotzdem heute Nacht gespielt. Ja, du bist ja auch verrückt. Ja. Und dann? Also er sagt mir, ich soll da hinfahren. Zum, keine Ahnung, Battle Royale oder so. Gewinne ein Straßenrennen in einem Lamborghini. Habe ich gemacht, gibt Punkte. Und herzlich willkommen natürlich, Martinchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Battle Royale, habe ich mir auch gedacht. Deswegen fahre ich da jetzt hin. Die Verbindung ist scheiße. Du wurdest, keine Ahnung, rausgeschmissen oder so. Nee, bei mir steht darauf warten, dass Rambo die Spielersuche deiner Kolonne startet. Ah. Bei mir geht's auch gut, sonst würde ich nicht hier sitzen und streamen, ne? Aber 27 Bereiche habe ich mittlerweile entdeckt. Cool. Ah, okay. Ah, es ist auch ein bisschen was. Der ist auch vorhin eben gefühlt 2 Stunden auf der Karte rumgedüst, weil Multiplayer nicht geklappt hat so richtig, ne? Ja. Oh, ich habe die Details vergessen. Ey, krass, wie wenig Spiele dieses das unterstützen. Fällt mir gerade so auf. Der Xbox One Controller, ne? Hat ein interessantes Feature gerade bei dem Spiel. Also du hast auch einen Xbox One, oder? Ja. Ah, dann kennst du das mit dir, dass die Schultertasten vibrieren beim Bremsen und beim Gas geben, ne? Wenn die Räder keine Traktion mehr haben und so. Ja, also eigentlich schon, aber jetzt gerade macht das zum Beispiel nicht. Ja, meiner hat es vorhin auch nicht gemacht, nachdem ich jetzt den Stream quasi gewechselt habe, fing das an. Und dann fiel mir wieder ein, wie krass die Details sind. Ja, ich spiele mit Controller, habe aber am Rechner nebendran noch das Lenkrad stehen, damit werde ich dann wahrscheinlich morgen zocken. Oder zumindest mal testen, wie gut es funktioniert, weil Lenkradunterstützung ist bei Forza so eine Sache. Beim Vierer hat es nicht so funktioniert, wie ich es erwartet hätte, sagen wir es mal so. Wird euch hier die Vibrationsstärke eingestellt. Boah. Und wenn das klappt, werde ich wohl auch mit Lenkrad spielen. Ist nur mit dem Stream immer ein bisschen schwierig, weil ich da ein anderes Setup habe an dem Rechner. Weil ich da mit 3 Monitoren spiele quasi. Und es lässt sich vom Bildformat sehr schwer. Nice Skills, vielen Dank. Ich bin auch tatsächlich gerade wieder voll in dem Game drin. Ich habe 2016, habe ich angefangen zu streamen. Und so richtig durchgestartet habe ich 2016, aber was heißt durchgestartet, aber für mich so regelmäßig und viel gestreamt habe ich 2016 dann mit Forza Horizon 3. Und ich fühle das gerade wieder so ein bisschen. Das ist geil. Und es wird wieder ähnlich ablaufen wie damals. Ich werde jetzt viel Forza streamen und zocken. Dann kommt ja Ende vom Monat Farm Simulator. Der kam auch damals, der 17er sage ich damals, kam zu der Zeit dann auch. Also da war der Abstand ein bisschen größer. Aber das heißt, wir werden dann bald... was ist das für eine Kurve, Alter? Wir werden dann bald... Wir werden dann bald wieder viel... Also jetzt demnächst erstmal viel Forza zocken und dann ab Ende des Monats wird wieder Farm Simulator 22 dazukommen. Und ich glaube, dann gibt es wieder viel Content. Hängt dann ein bisschen... Oh ja, Verbindung unterbrochen. Lass mich in Ruhe jetzt, ey. Das finde ich so nervig. Oh, du hast keine Verbindung, weil unser Server scheiße ist. Wir stellen dich mal von 200 auf 0. 198 Straßen erforscht. 190.
In 400 Metern biege ich gar nicht ab, aber ich fahre einfach über die Kreuzung. Scharf links abbiegen. Nope. Hätte ich noch das XP-Schild mitnehmen können, aber das holen wir uns irgendwann mal. Da machen wir mal wahrscheinlich irgendwann on-stream eine Runde, machen nur Schilder sammeln und sowas. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, als der mir entgegengedriftet kam in der Kurve. Normalerweise schalten die ein paar Meter vor dir auf unsichtbar, das hat gerade irgendwie nicht so richtig geklappt. Also, wir sind dann zwar durcheinander gefahren, aber... genau. Aber der ist nicht unsichtbar geworden, das war ein bisschen strange gerade. So, ich würde sagen, wir gucken uns dann jetzt mal Battle Royale an. Eliminator. Hast du schon gespielt? Ja, Forza Horizon 4. Ah, okay. Gab es da auch schon? Ja. Du hast dein Ziel erreicht. Einer der letzten Features, glaube ich. Ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, Battle Royale beim Autorennen, ey. Oh, Kolonne verlassen und nach einer Sitzung suchen. Ey, nee, ich möchte gerne mit meiner Kolonne das machen. Hab ich Fortnite gehört? Nein, Mann, Fortnite gibt's hier nicht. Nein, ja. Ich wollte eigentlich sagen PUBG, aber... Spielersuche wurde abgebrochen, da sich deine Kolonne geändert hat. Alter, erst fragst du mich, ob ich die Kolonne verlassen möchte, um den Scheiß zu spielen. Jetzt sagst du mir, der Scheiß wurde abgebrochen, weil meine Kolonne sich geändert hat. Ja, ich schau auf einmal weg, die Kolonne. Naja, such halt mal eine Eliminator-Sitzung, Junge. Fake Knight! Wupp, wupp. Ey, brummst der mich die ganze Zeit an da hinten dran, oder was? Ne, da steht nur in mir drin. Oh toll, ich habe eine Scheune gefunden, obwohl ich keinen Scheunenfund habe. Ja, nice. Also, obwohl das nicht als Scheunenfund markiert ist. Wissen Sie, ich kann ja jetzt eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend cruisen und Karten aufdecken, während der sucht hier, ne? Jo. Ah, mach dich bereit, beginnt bald. Was für ein Auto fahre ich in den Scheiß? Du startest mit einem kleinen Auto und da musst du dir immer bessere erbeuten. Und ach, also so richtig, man muss sich ja quasi auch ausrüsten. Ach du Scheiße. Okay. Naja, aber es ist im Endeffekt nur Auto, kleineres Auto, kleines Auto, besseres Auto, noch besseres Auto. Und irgendwann am Ende gibt es dann ein Rennen 1 gegen 1. Ja, ja. Hey Max, wir erzählen das Hendrik und Kevin. Und dann spielen die auch Forza Horizon, weil Battle Royale und so, ne? Könnte sogar funktionieren. Ja. Na gut, ich meine, Hendrik mag ja so Games eh. Hat ja auch The Crew 2 gespielt und so. Einer gegen alle. Das ist der Eliminator. Alter, ich fang echt mit dem Käfer an. Ja, okay. Sorry, dein Auto. Ja, in Forza Horizon 4 hast du mit Mini angefangen. Autolieferungen finden meist bei Gebäuden und Sehenswürdigkeiten ja, statt. Ja, sehe ich auch so, Max. Proko Max. Proko Max. Maxoli. Warum spielst du kein Forza Horizon, Junge? Ach, und gleich kommt wieder Mimimi, das ist so teuer. Mimimi. Kannst du ja verstehen. Ist im Game Pass drin, die Standard-Edition. Kannst du theoretisch aufwerten für 38 Euro bei Instant Gaming oder 34 Euro. Kannst du auf die Ultimate Edition aufwerten, dann kannst du heute schon zocken. Oder einfach bis zum 9. April warten. April, ja genau. 9.11. warten. Und wo finde ich jetzt bessere Autos? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Hat einen Audi. Die Arena wird kleiner. Hat einen... was? Hä? Lass mich in Ruhe, Alter. Wie finde ich die Autos? Es gibt
Weiche da diese farblich markiert. Da kannst du hinfahren und dann musst du, glaube ich, X drücken, wenn du Automatik fährst. Dann kannst du das Auto bekommen. Und es gibt auch Bereiche, die sind, glaube ich, orange. Da sind dann legendäre Autos. Die sind dann auch gleich von der Stärke her maximal. Dann kannst du. Ich habe noch gar keinen Bereich gefunden, der irgendwas hat. Gegenseitig herausfordern. Erkennt man die auch irgendwie auf der Karte oder so? Nein. Da ist quasi wie beim richtigen Battle Royale. Wer sucht, der findet. Oh, da vorne ist Nebel. Lila. Ah, wenn du jetzt übrigens sagst, es gibt keinen Schnee hier, ich hab Schnee gerade. Okay. Schon nur Koks. Naja, gut, ich sag mal, ich bin der luftiger. Ich hätte auch noch einen, wenn du brauchst, Maxi. Maxi, cozy. Ja, natürlich. Fuck you. Entschuldigung. Ey, überall kannst du die Scheiße umfahren. Da steht ja so ein scheiß blöder Brunnenkack, Dreck, irgendwas. Oh, ich krieg ein anderes Auto. Gib ran hier. 911 Carrera. Wer weiß, was du noch alles findest. Neue Reifen? Prima. Die werden reichen, bis wir was Besseres finden. Der Battle Royale, ich glaub's immer noch nicht. Aber es ist gut. Kriegen wir hier? Lohnt sich das? Hot Focus 03, ne, geht gut, geh weg. Hallo, ich hab einen Porsche. Ja, wer einen Porsche hat, der braucht halt auch keinen Vor-Focus, ne? Ja, wobei der RS halt echt nicht schlecht ist, ne? Ach, guck mal, 150 Euro kostet das Ding. Ja, aber ich hab immer noch nicht verstanden, was ich hier machen muss, ey. Jetzt hab ich ein anderes Auto. Jetzt hast du ein anderes Auto, jetzt könntest du theoretisch auf die Suche nach anderen Spielern gehen und könntest die herausfordern. Dann ist es so, dass ein gewisser Punkt festgelegt wird, wo man hinfahren. Ach so, wie auf der normalen Map, wo man die Leute herausfordern kann. Genau, und dann musst du als Erster da sein, dann gewinnst du, glaube ich, sein Auto. Oder du kannst dich entscheiden zwischen seinem Auto und deinem Auto. Und ja, er ist dann raus, du bist weiter und ja, wo geht das dann? Aber die Karte ist halt einfach riesig, ne? Ja, aber deswegen wird der Bereich ja immer kleiner. Ah, da kommt die Wand, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist auch eine harte Wand, also, Ah ja, da sehe ich den Bereich, okay. Fahrer übrig, Alter, ich bin voll gut. Aufgepasst! Brandneue Autolieferungen werden geliefert. Ja, brandneue Autolieferungen werden geliefert. Super. Danke fürs Gespräch, Junge. Kriegt man hier. Hot Focus 17. Ja, nimm halt, ne, egal. Rumble! Bockt auf jeden Fall, ich mach grad Battle Royale, Alter. Ich muss bessere Autos einsammeln und dann gegen andere Leute Rennen fahren, um denen quasi die Autos abzunehmen. Und du siehst die X'e da im Hintergrund. Da wird der Bereich kleiner und ja. Noch 30 Leute. Ah, okay. Ich hab anscheinend auch eine 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé geschenkt bekommen. Ah, okay. Oh, fester Baum. Ups. Bonk, bonk. Knack, Laren. Bilo hat einen Ford Focus Dingsbums. Ich habe noch keinen anderen Spieler gesehen, ne? Komm, jetzt habe ich zweimal das gleiche Auto. Juhu. Welche waren die besten Loot Drops? Ah, okay. Ich habe bisher nur Lila gehabt. Ja, Lila ist ja auch schon mal tot. Boah.
Was kriegen wir hier? Los, los, los! Eliminieren oder eliminiert werden! Da ist einer, den hole ich mir, Alter. Wie fordere ich den heraus? Rechter Stick. Bei nächster Gelegenheit, ja. Ende. Wuhu, jetzt hast du es geschafft. Wer zuerst am Ziel ist, bleibt im Rennen. 3 Kilometer, oh je. Tja, rate mal. Die Arena wird kleiner. Die Arena wird kleiner. Lustiger Modus, ja Mann. Puh, okay, ich hab, glaube ich, verkackt. Ich bin gegen Baum gefahren. Oh, nochmal. Hab mir gerade ein Lenkrad geholt. Was ist los mit dir, ey? Krass. Okay, ich bin auf jeden Fall dann eliminiert jetzt gleich. Als der nicht noch schlechter fährt wie ich. Ja, wie gesagt, dann könnte passieren. Aber ich biege nirgendwo hin. Ich hoffe, dass ich keinen Baum erwische. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Hab Bock auf Formel 1. Okay, kann ich verstehen. Du hast doch auch Game Pass, oder? Dann kannst du... Ach komm, ich bleib einfach stehen, ey. Super, schon mal kalt. Alter, sind hier viele Bäume. Oh, 26. Forza 5 wird gerade runtergeladen, Lenkrad kommt in 2 Tagen. Ja, yeah, nice. Yay. Oh, läuft bei dir. Das war heftig. Würde ich sagen. Weiß nicht, ob ich das nochmal packe. Zockst du dann Standard ab dem 9. oder holst du dir diesen Ultimate Pass für, ich glaube, 38 Euro auf Instant Gaming oder so? Oh, Trustmata T300. Sehr geiles Lenkrad. Ist ja quasi das Gegenstück zu dem Logitech, was ich habe, was Alu hatte. So, Eliminator beginnt bald. Ja, dann mach mal. Ja, der schmeißt mich halt automatisch direkt in die nächste Runde irgendwie. Ja, oder du drückst auf nicht nochmal. Konnte ich nicht. Oder ich war zu blöd. Je nachdem. Oh wow. Jaguar SGX 45. Hätte ich fast bekommen. Yeah. Wir starten wieder mit unserem geilen Käfer. Kann ich einen Spawnpunkt eigentlich wählen? Ach ja, nice. Guck mal, ich kann einen Spawnpunkt wählen. Ja, ja, du kannst dir aussuchen, wo du anfängst. Ja, definitiv. Du kannst halt schneller oder einfacher andere Lenkräder draufbauen. Bei Logitech musst du das halt ein bisschen selber modden, damit es geht. Also kannst du das Original Lenkrad abschrauben, dann gibt's 3D-gedruckte Adapter, die man kaufen kann oder selber drucken kann. Und dann kannst du auch andere Lenkräder draufschrauben, die dann per USB angeschlossen werden. Um dann die Knöpfe quasi auf dem Lenkrad zu benutzen. Aber ja. Geht beides so. Ja komm, lass mich fahren. Ich will nicht lange Videos sehen. Das ist doch mal der Tee. Habe ich jetzt gerade mal 9 Autos gewonnen oder 9 Autos gezogen und nochmal so 1,2. Oh, da ist direkt ein anderer Spieler. Der will mich direkt. Junge, piss dich. Ich brauche ein anderes Auto erstmal. Die Arena wird kleiner. Junge, lass den Baum in Ruhe, Mann. Ich hab wieder Glück und find, Alter, Audi RS6 gefunden. Was die alle für Autos finden, Junge. Voll unfair. Ich bin nicht mal so ein Drop-Ding da. Und die haben einfach direkt alle so krasse Autos. Deine Zeit wird kommen, junger Padawan. Ja gut, muss man nicht. Außerdem kannst du ja auch später noch machen, ne? Also, Stand heute bringt dir das Premium-Ding halt nur, dass du heute schon spielen kannst, also 4 Tage früher. Und wenn du es, keine Ahnung, in einem Monat kaufst, hast du halt noch ein paar Autos und ein bisschen Geld und Punkte und Wheelspins und Zeugs halt. Ja, das hast du dann auch noch alles dazu. Gut.
Boah, wenn der Käfer mal langsam geworden ist, dann dauert es auch wieder 3 Jahre, bis der schneller wird. Guten Tag, wünschen. Und dann nach. Okay, ich bleib mal wieder weg. Ja und? Null Glück. Noch kein einziger Loot-Drop. Ich fahre halt einfach Kacke. Sollte ich mehr auf der Straße bleiben oder so? Da drüben sind Loot-Drops. Och, Baum. Nee, Premium ist nicht mit dem Game Pass. Bei Back 4 Blood hast du ja die Premium Edition kaufen. Mit dem Game Pass, aber bei Forza nicht. Da ist nur die Standard. Ja, da steht aber, glaube ich, das ist ein bisschen blöd zu erkennen tatsächlich. Oh. Zurück in die Arena. Ja, Mann. Das eine Abkürzung ist. Beeil dich lieber. Abgelaufen in. Alter, zurück in die Arena. Ja, Mann, wie guck mal, wie schnell die Arena da rumrauscht. Wie soll das funktionieren mit dem Kackauto hier? Ja, ich glaube, das war's dann, ne? Der Käfer ist langsamer, als die Arena sich verkleinert. Ah, das ist halt richtig bitter. Da müsste irgendwo im Detail stehen, ich glaube, Forza Horizon spielen, also mit Game Pass oder Premium Edition kaufen. Das ist ein bisschen tricky gemacht tatsächlich. War nämlich auch erst verwirrt und dachte, oh geil, Ultimate Edition drin. Oder Premium. Nee, Premium und Deluxe heißt, glaube ich. Ah, die Wand ist stehen geblieben, ich könnte es noch schaffen. Wenn ich nicht hier irgendwo gegen so eine Wüste Mauer. Dammit. Die Arena wird kleiner in einer Minute. Super. Ah, ich bin wieder drin. Muss ich halt erst wieder so einen Loot finden, ne? Ich bin halt immer noch mit dem Käfer unterwegs. Slicks, Slicks, Slicks. Schaffst du, ja Mann. Easy. Ein Race Pro. Ja, ich bin zumindest mal hinter der nächsten Verkleinerung. Muss ich nur noch irgend so ein Loot finden, dass ich ein Auto krieg. Und dann ist alles super. Ich bin jetzt schon besser als vorhin. Ich bin Platz 21 gerade. Wenn halt jetzt einer kommt, die wollen mich wahrscheinlich dann direkt, ne? Boah, wenn du so lange durchgehalten hast. Ich bin noch mit dem Käfer unterwegs. Peugeot 206 irgendwas. Ja, gib her, Alter. Alles besser als mein Käfer. Oh geil, Alter. Hier, ne? Turbo und so. Das Gute ist, man kann halt trotzdem unterwegs einfach Straßen entdecken, so ganz gemütlich. Ja. Ja, halt auch nichts. Ich hätte gerne mal ein gelbes, dass ich so ein
krasses Auto kriegt. Was ruckelt gerade wie Hölle, glaube ich, im Stream. Weiß nicht warum. Oh, ich hab mir gerade ein Mercedes-Benz geholt. Baujahr 1929. Meine CPU sagt gerade 100% und ich weiß nicht warum, weil Forza braucht nur 27. Der braucht gerade so viel, Alter. Ich hatte vorhin aber auch einmal so eine Leistungsspitze gehabt. OBS braucht 30 und Forza braucht... Ah, jetzt ist wieder normal, okay. Oder besser. Da ging auch die Framerate voll nach unten. Von D256 Leistungsindex auf S2901. Und da drüben wäre noch ein Auto. Okay, können wir mal hinfahren, gucken, was ich... Wahrscheinlich sind da auch wieder Spieler dann. Ah, guck mal, da rechts fährt ein Spieler, der will auch dahin wahrscheinlich. Ah, der ist am Baum hängen geblieben. Der fährt wie ich, jetzt hat er mich gesehen. Ford Escort 67. Egal, geht her. Okay, vielleicht war es nicht der beste Tausch. Oh, der ist direkt hinter mir. Von vorne kommt auch noch einer. Junge, lass mich in Ruhe! Kleiner Tipp. Alle Rennen führen in die Mitte der Arena. Oh, und pass auf die Bäume auf. Oh, alle Rennen führen in die Mitte der Arena. Situation hier. Du kannst noch gewinnen. Wie sagt man so schön, Eile mit Weile? Eile mit Weile. Ja, guck mal, der ist schon voll weit weg, Alter. 2,7 Kilometer bis zum Ziel. 1,7. Wieder verkackt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man zur Mitte der Arena muss, um zu gewinnen. Wenn der sich nicht richtig hart verkackt da vorne, hat er mich jetzt gleich. Guck mal, 13. Woo. Hey, ich verstehe gerade nicht, was bei mir so viel Performance frisst. Ah, Video, was in Google Chrome läuft vielleicht. Erneut spielen. Ah, beenden, Escape, okay. Das ist aber lustig, man kann damit gemütlich leveln. Also ich finde die Idee tatsächlich... Oh, Level 14, Alter. Krass, einfach zwei Level gemacht damit gerade. Oh, ich hab Level 16. Yeah! Ein Impala. Wupp, wupp. So. Neues Auto erhalten. Egal. Fine Horizon. Gib mal Wheelspin, Junge. Ding, 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 ding. Oh, eine neue Hupe, Alter. Die hättest du aber behalten können, Junge. Was soll ich mit dem Scheiß? Ja, es gibt schon wieder Tonnen von neuen Hupen. Ja. Oh, und ein neues Emote hättest du auch behalten können. Meckern auf. Was natürlich auch eine neue Sache ist. Rumble! Der redet tatsächlich. Wer redet? Dein Spieler redet. Ja, kannst du die Stimme auswählen am Anfang. Ja. Wäre das sicherlich toll, wenn du männlichen Charakter, weibliche Stimme nimmst. Ja, du kannst ja divers machen. Also kannst ja ne, männlich, weiblich, divers oder neutral oder was war machen. Jo. Da gibt es direkt einen Copyright-Claim für Mario Tesla. Das erste Mal, dass es jemand abspielt, deswegen weiß ich nicht, wie Twitch darauf reagiert. Muss ich mal beobachten. Könnte nämlich auch kritisch sein, sowas. So, wie viele Punkte brauche ich jetzt? Ah, ich muss aufs Spiel klicken. Hallo? Ach, komm. Ich glaube es auch nicht, deswegen habe ich es reingenommen, weil es nicht so ganz krass ist. Den finde ich super gut, den Typ.
Der ist mir sympathisch. Der ist auch schon älter als das Internet, glaube ich. Naja, nicht ganz, aber... Bauteil unerschwinglich. Was kostet der? 5. Achso, ich habe nur noch 3. Was war Zelda? Habe ich jetzt verpasst. Weiß ich gar nicht mehr. Hat Zelda jetzt nicht geklappt oder nichts passiert? Habe ich den falsch eingebaut? Ich habe öfters in die Augen geschaut und da habe ich ja ein bisschen angeflirtet. Alter. Das ist eigentlich sehr voll peinlich. Ach, guck mal, Zelda habe ich nicht. Hä, was habe ich denn da getrieben mit Zelda? Den muss ich ja noch einbauen. I'm sorry, kriegst du zurück natürlich. Warte. Hier. See you, chump. Ach, hey. What the hell? Was ist das Krasses hier? Ah, das haben wir schon gemacht, das Event, okay. Da ist ein neues Autorennen. Torbogen von Mulege. Ich dachte, den hätte ich schon gemacht. Aber steht neu dran, also ab geht's. Bei nächster Gelegenheit. Wollen wir nochmal zusammendüsen? Ja, ich muss gerade den Vocho. El Vocho muss ich gerade zurückfahren. Okay, ab und zu habe ich irgendwie voll die Peaks drin, Alter. Ich weiß nicht, was da gerade los ist mit OBS irgendwie. Weil über die GPU kann ich nicht rendern. Die GPU sagt so, aber 90%. Erhaltene Belohnung Wheels. Ah, ich könnte mal Discord vielleicht ausmachen. Das spart nochmal ein paar Prozent. Ja, genau. Dann fliegt gleich der Dings raus. Der wer? Ach so. Ach ja, verdammt. Ja. Guck mal rechts am Rand. War das bei dir rechts am Rand? Ja, da rechts am Rand sind so kleine Flecken. Ah, deine Grafikfehler, cool. Ja. Wie gesagt, wenn ich eine Sequenz habe, habe ich keine Fehler. Wenn ich in einem Menü bin, habe ich keine Fehler. Ich habe es nur beim Fahren. Okay, auch seltsam. Nee, Zelda ist nicht eingebunden. Ach so, du. Ich mach das jetzt nicht schnell, das muss ich irgendwann später machen. Ich weiß auch gar nicht, wo das Video gerade rumliegt dazu. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht. Create Blank Button, so habe ich. Was mache ich dann? Twitch Trigger? Plus? Redeem Points? Ne, Point Redeem, glaube ich. Da muss ich den so nennen, wie die Punkte heißen, ne? Dum, dum, dum. Zuschauerbelohnungen. Mach mal auf hier. Creator Dashboard. Belohnungen. Lass mich in Ruhe. Wo ist ein Zelda? Zelda. Heißt einfach Zelda. Ja, Zelda war auch mal ein schönes Spiel. Sonne. Muss ich das Ding noch? Are you perhaps trying to activate this button? Nein. Change Text. Zelda. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Irgendwas muss ich noch drauf machen. Command, glaube ich, ne? Ach ja, genau. Variable. Change Variable. Ne, warte mal, das Video muss ich hier erstmal einbinden. Mimi-Quellen. Warte mal, ich muss mal kurz in den Studio-Modus. Ach, kannst du irgendwann... Ja, jetzt bin ich dabei. Jetzt lass mich in Ruhe, ey. Okay, ist da drin. In-Game. Studio-Modus wieder aus. Layorenboard. Variable-Name weiß ich nicht mehr. Operator weiß ich auch nicht mehr. Nee, das ist, glaube ich, das Falsche. Ah, warte, ich muss hier unten. Wie war denn das nochmal? Change visible, glaube ich. Source-Name. Ach, wie schön. Meine Mimi, Item. Zelda, Variable. Visible, Toggle. 1 und 0 muss ich machen oder so? Oder False und True? True? Sonne. Was ist denn bei den anderen drin? Ja, lass mich in Ruhe jetzt hier.
Edit Commands. Ah ja, false und true. Dip, dip, dip. False plus. Change visible. Mimi. Zelda. True. Keine Ahnung, wie lange das Video geht. Mal schnell gucken. Studio-Modus. Mimi, Zelda. Or lose brain cells for your entertainment. I hope you enjoy. Genau deswegen wollte ich das einbauen, aber habe ich irgendwie vergessen. Muss mal schnell checken, wie lange das geht. Das Video, damit ich die Zeit einstellen kann. Da haben wir den Ordner Streaming. Haben wir dann irgendwo einen Ordner Mimis wahrscheinlich? Mimis. Mimis. Zelda geht. Oh, jetzt muss ich das wieder in Millisekunden umrechnen. 32 Sekunden geht's. Wie viele Millisekunden sind denn das dann? Junge, Junge, bin ich verrückt hier. So lala im Moment. Was los, Rumble? Wie viel Millisekunden sind denn 23, 32 Sekunden? Was? Millisekunden? Ja, man muss den Timer in Millisekunden angeben. Ah, 23.000, okay. Hätte ich mir ja fast denken können. Das ist ja einfach. Donne. Donne. Alles klar. In-game. Studio-Modus off. So, jetzt könnt ihr gern versuchen, wenn ihr wollt. So, wenn du bockst, lade ich dich nochmal ein, dann können wir hier nochmal testen, so ein Rennen. Jo. Heul mich schon bei Alu aus. Oh je. Wie gesagt, ne, weißt Bescheid, Rumble, wenn was ist, melde dich jederzeit. Sascha, glaube ich, Telefonnummer, Telegram, Instagram und so Zeugs. Genau, was Broko sagt. So. Online. Kolonie. Erstellen. Nur Freunde. Er hier. Einladung versendet. Klassische Streamer-Krise. Oh, kann ich saugut verstehen. Die habe ich. Weiß ich nicht. Gefühlt nach jedem Stream zurzeit. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, dann starte doch das Rennen, Madame. Koop. Auf geht's. Ich will fahren. Vielleicht nehmen wir mal die Intensa Emotione. Kann man gerne machen, ja. Jederzeit. Auch einfach, wie gesagt, einfach anrufen, wenn es mal dringend ist. Also am besten vorher kurz irgendwie anpingen. Aber im Normalfall geht auch bei mir während der Arbeit mal telefonieren oder so, wenn ich nicht gerade irgendwie Störungen mache. Let's Fats! Jetzt kommt wieder mein geiler Emote-Move. Oder? Kommt er jetzt am Anfang oder erst später? Ah, es war Sieg-Emote, glaube ich. Ja. Habe ich mir fast gedacht, dass du den Jeep nimmst. Hast dich umgezogen? Ja, ja, so ein bisschen. Warum schon so eine fette Kiste? Ultimate Edition und so. Ja, genau. Aber du kannst bei dem Spiel tatsächlich auch ganz am Anfang einfach die fette Corvette auswählen, ne? Also es geht.
Hast ja nicht bei allen Rennen so fette Autos. Aber du kriegst halt, wenn du Forza Horizon 3 und 4 gespielt hast, kriegst du halt einfach ein paar Autos geschenkt schon. Hallo. Aber wie du siehst, bringen auch die fetten Karren so früh nicht viel. Weil die Gegner fahren ja auch passendes Zeug dazu, ne? Avenger 81. Ist ja voll der alte Sack schon. Bist du auf dem letzten Platz, oder? Nee. Ich bin Platz 3. Ja, ich bin Platz 1, aber du bist bei mir angezeigt als letztes. Ja, jetzt bist du bei mir auf Platz 1 angezeigt. Ja. Ja, der BMW X5 Jeep. Alter, voll die Wand mitgenommen. Der BMW X5 Jeep ist halt auch voll heftig. Jetzt war ich einfach unsichtbar gerade. Der zieht ganz schön weg. Ja, ja, jetzt bin ich Platz 7. Ja, geht ja immer noch. Also du musst ja auch die Autos nicht benutzen, die du von Anfang an bekommst, ne? Also du kannst dich ja auch klassisch noch einfach hochspielen. Und du kannst ja immer noch die Autos tunen. Das wird, also spätestens in 2 Wochen kommst du mit dem Karren nicht mehr weit, wenn die Leute ihre ersten hochgezüchteten, keine Ahnung, Audi RS6 oder so fahren. Dann kannst du die Supersportler eh in die Tonne kloppen. Weil dann kannst du ja die ganzen Tuning-Settings anpacken mit Getriebeübersetzung und also ich habe tatsächlich mit die krassesten Rekorde in Forza Horizon 3 damals mit meinem Audi Kombi gefahren. Da war ich tatsächlich eine ganze Zeit lang mit ein paar Rekorden auf ein paar Strecken, sogar Weltrangliste 1. Und dann habe ich das Setup quasi zur Verfügung gestellt. Du kannst ja dann deine Auto-Settings auch zur Verfügung stellen zum Download. Und dann gab es ja Punkte dafür, wenn je mehr Leute das runtergeladen haben und so. War schon krass. Bei Forza Horizon 3 war ich damals gut drin. Also ich bin jetzt auf Platz 1 gewesen und du? 4. Okay. Ging noch, also. Ja, dann ist ja gut. Ja, ja. Also ja, genau. Also es geht zum Beispiel, genau, es geht auch nicht nur ums Gewinnen, sondern die Missionen, also die ganzen Strecken freifahren, dann die ganzen Sachen. Du musst ja, was sind es mittlerweile, 560 Straßen, die du erfahren kannst. Dann die ganzen Gebiete, die ganzen Schilder Straßen. Und... Wie so ein Auto-MMO, es geht ja ein bisschen auch ums Spielen selber. Der Karren hier ist halt auch echt schon krass. Ach guck mal, jetzt kriege ich dich auch richtig angezeigt oben links. Oh ja, stimmt, jetzt sehen wir uns richtig. Jetzt sehe ich dich auf der Minimap, du warst da gerade irgendwo angezeigt. Wo ist das scheiß XP-Schild? Das will ich haben. Ah, lass mich raten, auf dem Dach vom Gebäude wieder. Ja, ne, geh weg, ey. So, du warst irgendwo auf der Minimap. Da vorne in der Kreuzung bist du, ich sehe dich. Ja. Bei der XP-Tafel. Warte mal, ich komme mal rangefahren. Ach, da bist du. Ja, 100 Meter links abbiegen. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht.
Ist einfach schon weggefahren. Ajo. Du hast dein Ziel erreicht. Nee, bin ich nicht. Ich stehe da immer noch rum. Ah, bei mir nicht mehr. Ja, wer weiß, vielleicht spinnt ja die Verbindung jetzt doch wieder. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich sehe dich auch nicht mehr auf der Map jetzt. Alter, was ist Scheiße. Weil ich das Auto gewechselt habe. Ach so, ja, wo bist du dann gespawnt? Ja, eigentlich. Ich wundere mich gerade, weil. Heißt Alonso. So, Filter ändern. Ach, jetzt ist er wieder da. Guck mal. Ja, achso, jetzt habe ich den Filter geändert. Das sieht. Online-Freunde. Ja, ey, wo sind sie denn? Da steht er. Alter, geil. Ja, ich sehe dich nicht. Vergiss es, Allah. Ah ja, soll der Scheiß, ne? Erinnert mich gerade so ein bisschen an Flugsimulator. Ja. Guck mal, was ich noch Lustiges hab hier. Oh ja, komm, lass mal einen Impala auspacken oder sowas. Oder mein Lotus Elan Sprint, irgendwas. Nee, ich glaube, ich packe einen Impala aus. Möchtest du liefern lassen? Ja, Mann. Schenk's mir halt. Was ist doch Game Pass, Junge? Jetzt sehe ich dich wieder nicht mehr. Wo ist er hingefahren? Weg. Harry Boy steht da vorne. Ah, da ist er wieder. Wo ist denn das XP-Schild? Ach, guck mal da. Alter, der Impala wackelt halt auch echt wie so ein Ami-Schlitten, ne? Ja, jetzt sehe ich dich. Dieser eine Typ hat mir erzählt, dass eines der berühmtesten Filmautos der Geschichte irgendwo in Mexiko in einer Scheune herumsteht. Was fünf Tage. Klingt für mich nach einer mühseligen Suche. Hast du dir da Horizon-Reifen drauf gemacht? Ja. Alter. Ich glaube, dein Karre zieht mich eh ab. Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, ist klar, Alter. Meiner gibt Gas, zieht erstmal hart nach links. In 400 Metern rechts abbiegen. Ich muss erstmal hier 300 Kilometer vor der Kurve bremsen, sonst. Alter. In 100 Metern rechts abbiegen. Links abbiegen. Auch schon tot ist der Chevrolet Impala hier, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott. Ach, du bist schon da. Easy. Ja, ich war schon da. Gute Kurvenlage, ey. Dafür bin ich schwerer, als wenn ich ramme. Aber wird einfach unsichtbar. Ja, weil ich jetzt das Auto wechsle, aber ich habe auch noch so was Schönes. Das ist halt das Geile an dem Game, vor allem auch im Stream. Du kannst halt mit den Leuten quatschen, kannst einfach mal zigtausend Autos durchprobieren und so. Ja, was haben wir noch Witziges? Ein klassischer Dodge Charger, ne? Stranger Things Car, jupp. Ach, du hast deinen schon aufgemotzt. Ja, den habe ich mir gekauft aus dem Store für 40.000 Credits oder so. Hey, bei mir war der, ich habe den einfach so gehabt. Achso, du hast gar keinen, das dann, ja. Ist das? Ja, den anderen habe ich auch. Das ist ein Hemi. Ja. Weiß ich nicht, ob das ein 67er war. Mal nachgucken. Meiner ist ein 71er Hemi.
ist ein 69er. 69er Chevrolet Impala. Ne, 1964. 64er ist es sogar. Guck mal ran hier. Aber wir können ja mal gucken, was es generell so gibt bei... wo war das wieder? Wo konnte man nochmal Autos gucken? Da musst du wieder ins Festival fahren quasi. Beziehungsweise musst du sagen, nach Hause gehen. Genau, neue oder gebrauchte Autos kaufen. 15 von 250 Bonustafeln zerstört. Urpack. Genau, hier, Automesse. Können wir bei Chevrolet gucken und dann... Hier, Aston Martin gibt halt so geile Autos. Genau, hier. RS4 Avant. Mit dem habe ich, glaube ich, damals die Rekorde gemacht bei... Der war dann auf 999, wenn ich das richtig weiß. Ja, Austin Haley, so einen hat mein Onkel gehabt, tatsächlich. Den hat er sich gekauft als Oldtimer. Ja, stimmt, den hat der Lebensgefährte von meiner Schwiegermutter auch. Alter, ein BMW M1 und ein Isetta. Ja. Buick, Cadillacs, Chevrolet. Aber es gibt einen Bel Air. Es gibt tatsächlich nur den einen Impala. 150 Utility Sedan, Alter. 1955. 57er Bel Air. Auch geil. Aber es kommen ja auch dann immer noch mit den neuen Auto-Paketen immer Autos dazu, ne? Kommt immer was dabei, ja. Also das werden ja, das sind ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele hunderte Autos und es werden ja mehr. Toyota Tacoma, Alter, was auch immer. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach zum Spaß den Challenger, den SR. Oh, das Hellcat, Alter. Der Hellcat ist ja der mit dem Dragstar-Pack, ne? In echt. Der hat ja Drag-Reifen dabei, wenn du den kaufst. Okay. Oder war das der Demon? Einer von beiden. Entweder der Challenger, Hellcat oder der Demon. Einer von beiden, wenn du den serienmäßig kaufst, hat der für vorne schmale Räder dabei, dass du den als... Dann kannst du den in den Drag-Modus umschalten. Oh. Und, kannst nochmal irgendwie einen anderen Sprit reinkippen, dann kannst du den Drag-Modus packen, dann kannst du die Reifen drauf machen, die Drag-Reifen, die dabei sind beim Auto. Super krank. Oh wow, du kannst dir den Bone Shaker von Hot Wheels kannst du hier kaufen. Wo? In der Automesse. Ja, bei was? Nein, unter welchem Hersteller? Unter H, wie Hot Wheels. Ja. Ah. Jaguar. Alter, die ganzen Autos vom Ken Block halt. Gymkhana, der Ford 150 ist auch krank, ne? Ach ja, der Bone Shaker, Alter, wie krass. Ein Hammer H1, ja, ist klar. Ah, Trailcat ist auch mal toll. Die epischen Autos kosten halt einfach immer brutal viel Geld. Ja, Chevrolet Jesko, Napalm, Alter. Königseck, Jesko, 2,8 Mille. Ja. Ja, den Cossi habe ich ja. Muss morgen arbeiten. Oh, du arme Sau. Schlaf gut. Dumm gelaufen. Und Scout 800, auch geil. Sind eigentlich ihr Dings dabei? Warte, ich muss was gucken. Will ich jetzt wissen. Wo gibt's einen Mazda RX-7? RX-8 gibt's auch, ja. Oh, RX-8 ist mir egal. RX-7, Alter, direkt kaufen. Und dann Tuning des Todes. Nein, ich möchte den gerne nicht von euch irgendwie herunterladen, sondern einfach den Standard haben. Wo kann ich das? Wie kann ich auswählen, dass ich nur den Standard will? Ich will nicht euren Schwachsinn. Ja, gute Frage. Ja genau, du drückst auf Kaufen und dann musst du irgend so einen Müll auswählen, das will ich nicht. Ja. Ich will den einfach nur kaufen, ohne dass da irgendwelcher Müll dabei ist, ey. Wisst euch. Zeig mal alle Mazda, bitte.
Also, wir haben einen Mazda MX-5 von 2016, wir haben einen MX-5 von 2013, von 2005, einen RX-8, einen RX-7, klassisch, RX-7 von 1997, also den etwas älteren, und den 94er Mazda. Den bin ich eine Zeit lang gefahren von Nachbarn von meinen Eltern. Super geiles Auto. Ah nee, stimmt gar nicht, ich bin den 2005er gefahren, sorry. Mit Hardtop und als Cabrio. Oh, haben sie dann cool. Leider irgendwann verkauft, den habe ich mir öfters mal ausgeliehen, weil die hatten eh zwei Autos und haben das meistens nicht gebraucht. genau, was ich aber jetzt gucken wollte, war... den Rimac will ich mir irgendwann kaufen, der kostet aber halt 2 Millionen. Was wollte ich denn? Oh, wie schön meine... Oh, schade, kein Tesla drin. Nee. Schade, schade. Schokolade. Ich kommt vielleicht gedacht, noch. Dass ich vielleicht ein bisschen mehr Elektroautos drin habe jetzt. Ja. Die TVR sind auch ziemlich geile Autos. So ein Sagaris stand mal hier bei uns im Auktionshaus bei meinen Eltern im Dorf. Oder war es ein Speed 12? Ich weiß es nicht genau. Die sehen sich so. Naja, wenn man. Sieht man so selten die Autos, da sind die schwer zu unterscheiden. Es könnte auch ein Speed 12 gewesen sein, aber der hatte keinen Käfig drin. Die Ultima finde ich auch geil. Das ist ja so ein Baukit, Baukastenauto. Den kannst du ja kaufen und selber zusammenbauen. Kostet aber halt 65.000. Ja, RX-7 ist must have. Werde ich mir definitiv kaufen und dann auch hart tunen. Aber ich muss erstmal rausfinden... Oh, der Mercedes ist geil. Und zwar der neue. Wo ist er denn? Der AMG One. Den fährt man ziemlich am Anfang kurz im Intro. Aller brutales Auto, ne? Und Mercedes ja. LKW, Renn-LKW ist halt auch geile Sache irgendwie. Ja. Und halt, ne? E63 6x6. Junge. Oder ja, 190e Evolution. Oh, perverses Auto. AMG Hammer Coupé, auch ein geiles Auto. So, Mazda, RX-7 will ich haben. Ich muss nur rausfinden, wie ich den kaufen kann, ohne... so ein dummes Design dazu zu kaufen. Muss ich da einen anderen Knopf drücken zum Kaufen? Auswählen, zurück, sortieren. Keine Ahnung, wie ich den kaufen kann, den Wagen. Ja, zur Not kaufst du mit einem Design und dann malst du ihn einfach rüber. Ja, will ich ja nicht. Problem ist, wenn du so ein Design kaufst, ist ja auch meistens das Tuning mit drin und so, ne? Nein, da musst du das Tuning für nehmen. Ah, okay. Beim Design ist nur das Design mit drin. Ja, aber auch Verkleidung und so Zeugs, oder nicht? Ja, die kannst du ja zur Not umbauen. Na, dann lad halt das scheiß Design runter, Alter. Autogutschein nutzen, könnte ich natürlich auch machen, aber bei 30.000 nutze ich keinen Autogutschein, Alter. Oh, Autogutschein, dann könnte ich mir ja eigentlich was Teures holen dafür. Könntest du was richtig Teures holen, ja. Ein Rimac für 2 Millionen zum Beispiel. So, der sieht halt jetzt richtig scheiße aus. So, wie tue ich den jetzt umbauen? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier, guck mal. Ich würde allererstes gerne die scheiß Folie wegmachen, weil die scheiße aussieht. Da musst du wahrscheinlich lackieren. Ich weiß nicht, wie das geht. Nein, weißt du nicht? Nee, ich habe keine Ahnung. Ey, weißt du, wie lange ich keinen Forza mehr gespielt habe? Erstmal brauchen wir eine gescheite Stoßstange hier. Muss mal eben mein Auto hier zu Ende tunen, dann komme ich zu dir. So. Nee, das ist kein Auto. Wenn du Autos von Spielern kaufst, musst du in den... in den Dingsbums gehen, hier in den, da gibt's dieses extra, warte mal, wo ist es? Hier, Auktionshaus, da kaufst du gebrauchte Autos. Bei Fuhrpark, wenn du bei Fuhrpark bist und dann drückst du ja oben auf Upgrades und Tuning und darunter steht Designs und Lackierung. Ah, guck mal. Wenn du eine Lackierung für dein Auto willst, bist du hier richtig. Mhm.
kann ich das wieder abwählen? Das Design Was? Dieses Wagens wurde gesperrt. Wenn du es mit dem Mustereditor öffnest, kannst du das aktuelle Design verloren. Ja, mach's mir egal. Ja. Dann sagst du ja und dann kannst du dein Auto neu lackieren. Aber früher gab es irgendwie eine Möglichkeit, dass man es einfach selber alles machen konnte. Und jetzt hast du halt hier den Scheiß da, das will ich gar nicht. Bremssattel lackieren, Alter. So, ich möchte aber mein Auto nicht lackieren, sondern ich möchte es tunen. Upgrade Willst und du Tuning. Deinen Wagen verbessern? Dann bist du hier richtig. Automatisch Komm, individuelles Upgrade. Ja, lass mich in Ruhe, ey. Teile für deinen Motor? Hier. Warte mal, gab's da nicht hier Umbauten, Wenn du deinen ne? kompletten Motor auswechseln willst, geht das hier. 6 Liter V8, 1,4 Liter Turbo Rally, aber eigentlich will ich ja... Ah, guck mal, Racing Rotor, 2,4 Liter 4 Rotor Racing. Jetzt geht's rund. So, Antrieb wechseln. Natürlich wollen wir Allrad haben. Außer er hat schon Allrad. Außer er hat schon Allrad. Nee, der hat kein Allrad. Motor aufheulen lassen. Klingt aber halt nicht wie ein Rotor-Engine. Finde ich. Oh, geil, Alter. Alter, geil. Auf jeden. Aber 309 kW ist halt schon eine Ansage, ne? Ja, das ist richtig. Man kann ja auch ein V8 einbauen hier. Rallye-Motor, ja, nee, ist klar. Was passiert denn, wenn ich den normalen Motor drin lasse und da die fetten Turbolader-Upgrades mache? Aber ich finde halt, Fehlzündungen sind super geil. Ich könnte es den ganzen Abend machen. Egal, wir brauchen aber Leistung, sonst kann ich ja mit dem Ding nichts reißen. Später im Spiel, wenn man genug Kohle hat, dann baut man sich die Autos so, wie man Bock hat. Aber mit dem will ich ja auch Rennen fahren, also. Klingt wie Silvester, ja. Aber die hochgezüchteten 4-Rotor-Engines, die haben halt ne 10.000 Umdrehungen. Da klingen die halt nur mal ein bisschen Rasenmäher-Style. So, das hätten wir gerne. Wie kann ich das jetzt Korb verwalten? Du wählst die Teile, ich berechne die Kosten. Hier ist dein aktueller Preis. Geh zu. Ja, mach halt. Ist auch so, ne? Du kannst nur zurückdrücken, um dann zu sagen, ja, möchte ich jetzt einbauen. Ja, genau, du musst da rausgehen und dann, wenn du fertig bist, und dann sagt er, jupp. Vor allem, wie er halt direkt von 700 auf A 900 irgendwas geht, ne? Ja. So, wir haben den. Hier Rotor drin. So, wir können ja immer noch mehr am Motor tunen. Serienluftmengen, genau, ich baue erst einen krassen Motor ein, um dann den Serienluftmengenbegrenzer auszubauen. Hier passt du dein Handling an. Ja, mach mal erstmal alles ganz krass rein hier. Dicke Bremsen. Ah ja, Fahrwerkshöherlegung 2 cm. Geil. Rennstabi. Rennstabi. Ich will mehr Käfig. Aber macht aber Gewicht, ne?
Jo. Käfig lassen wir raus. Bringt aber halt auch Handling und alles, ne? Beschleunigung wird besser mit Käfig. Ah ja. Lassen wir erstmal raus. So, Gewichtsreduzierung, genau. Okay, wenn wir mal 200 Kilo Gewichtsreduzierung haben, können wir auch 50 Kilo, 30 Kilo Käfig machen. Easy. So. Hier kann man einen Antrieb auswählen. 10-Gang-Renngetriebe. Ja, ist klar, Alter. Ja, bei manchen soll das wohl helfen. 7-Gang. Bringt halt am Preis keinen Unterschied. Ja, doch, aber es bringt halt zum Beispiel an der Geschwindigkeit Unterschied. Ja, yeah, du kannst halt ganz anders die Übersetzung ändern. Mach mich ins Brett. Ins Brett. Mach dich ins Brett, genau. Schlaf gut, Rumble. Und erhol dich gut und alles besser und guter und so, ne? Guter vor allem, Alter. Ja, du weißt, was ich meine. So, Differential, zwei Wege. Warum ist das jetzt rot und die anderen werden grün angezeigt? Drift-Differential, grün ist immer eine Verbesserung. Grün ist immer eine Verbesserung. Naja, ich habe hier das Renndifferential, das wird rot angezeigt, das Drift-Differential und das Rallye-Differential, Offroad, werden grün angezeigt. Ja. Genau. Aber unten ändert sich halt gar nichts. Reifen? Oh, und ob wir Reifen haben. Ach, du kannst die Spurweite ändern. Junge, wie geil ist das denn? Oh, du hast aber schon eine ganze Zeit lang nicht gespielt, ne? Ja. Ja. Bodenhaftung plus 27, 027 plus 14. Ich möchte nicht, dass der Horizon drauf steht. Alter, 305er Schlappen hinten drauf. Ja, ist klar, Alter. Ja, passt schon. 19 Zoll ist das Größte, was ich drauf machen darf. Na, egal. Gib mir, Junge. Auch noch ein paar schicke Felgen. Spezialfelgen. Oh je, da wird wieder jahrelang gebastelt. Ich kann mich dran erinnern, ey. Alter, wie der Karren jetzt einfach S2 ist, ne? Ja, einfach mal so, ne? Hier hast du alles, um deine Aerodynamik zu ändern. Einstellbar, Forza Horizon, Frontwing. Nicht einstellbar. Alter, die sind alle nicht einstellbar. Das ist ja kacke. Ach ja. Hmm.
Ach komm, wir nehmen das komplette Kit von C West und gut ist. $51.000 kostet der Spaß jetzt noch. Ja. Ah, ja. So, jetzt bin ich aber nur noch S1. Ich bin nicht mehr S2 jetzt. Verdammt. Ah, für dieses Auto sind keine Bodykits derzeit verfügbar. Hm. Wir führen Aufzeichnungen über jeden Mechaniker, der in den Fuhrpark kommt. Du kannst also auch das Motortuning von anderen ausprobieren. Ein leises Auto. Kannst also auch das Motortuning von anderen ausprobieren. Ja, ja. In Ruhe. Reifen. Ach ja, man konnte den Reifendruck. Oh Gott. Weiß noch, dass ich nächtelang damit verbracht habe, die Autos zu tunen. Ja. Muss echt mal Forza Horizon 3 nochmal anschmeißen, glaube ich. Er hat einer den Karren getunt mit 404 km/h, ist klar. Ja, warum nicht? Ja, Übersetzung des Todes halt, ne? Ja. Was war das? Ist auch eher ungewohnt. Was? Ich fahre gerade an dem Porsche Taycan. Ja, Elektro, ne? Ist ein Elektro. Hörst nix. Mhm. Alter, ist der schnell. Und dann ist halt genau das, du musst halt super viel an den Autos rumspielen, damit du quasi dann an das Handling von den Supersportwagen rankommst. Ja. Ich glaube, ich mache aber demnächst auch aus. Ich sehe gerade schon nach 12. Ja, ich habe auch gesehen. Oh, was jetzt passiert? Was denn? Das Spiel ist stehen geblieben. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Oh, auch schön. Hatte ich auch noch nicht. Ist so der, das ist der Hinweis, es ist Zeit für dich, den Stream auszumachen und ins Bett zu gehen. Ja, ja, so ungefähr. Mama auch in dem Sinne. Kurz und schmerzlos. Tschüssikowski, danke fürs Einschalten. Hier habt ihr Ende gesehen. Credits. Und ja. Jo. Tilsen, bis morgen. Spätestens 22 Uhr geht's weiter mit, auf dem Instant-Gaming-Kanal, wisst ihr ja. Oh.